habe eine KI eine komplette Webseite programmieren lassen und habe dies ein paar Freunden gezeigt und mal schauen, wie sie darauf reagieren, wenn sie erfahren, dass überhaupt kein Mensch diese Webseite gemacht hat. Ich habe selber in HTML nur grundlegende Kenntnisse und kann daher nicht wirklich viel machen, was Website-Entwicklung angeht. Aber zum Glück leben wir im 21. Jahrhundert, wo sogar Informatiker um ihren Job bangen müssen. Ist aber noch scheiße. Und das Interessante ist jetzt, wir können der KI jetzt einfach schreiben, schreibe mir ein Skript für eine Webseite in HTML für eine Bäckerei. Mal gucken, was die KI jetzt sagt. Und schon fängt die KI an, für uns ein Skript zu schreiben. Und schon haben wir hier ein komplettes Skript. Wenn wir jetzt mal auf Kopieren klicken und das in Adobe Dreamweaver starten, erstellen wir auch mal eine neue Datei und nennen es einfach Bäckerei. Dann löschen wir das alles raus, weil das brauchen wir nicht. Wir fügen einfach das neue Skript rein und dann sehen wir hier schon, hat er hier alles drin. Diese ganzen Links, die logischerweise keine Verbindung haben. Und halt alles, was wir unten haben. Unser Online-Shop, unsere Rezepte, Kontakt, unser Standort. Danach habe ich mich noch einige Zeit mit der KI beschäftigt, um zu gucken, wo ihre Grenzen sind und was sie wirklich kann. Um genau zu wissen, was ich bei meiner Webseite erwarten kann und was nicht. Also, was genau soll meine Webseite eigentlich können? Es soll eine persönliche Webseite über mich sein, welche einen Steckbrief von mir erstellt, mit folgenden Daten, Name, Alter und größte Errungenschaft, wobei ich selber keine Ahnung habe, was ich da reinschreiben soll. Dazu sollen 3 meiner ehemaligen Projekte dort beworben werden, samt YouTube-Video dazu. Und dann nochmal 9 Bilder aus meinem Trash-Ordner. Und eine Kontaktsektion, wo man mich kontaktieren kann. An sich sind das für erfahrene Informatiker keine anspruchsvollen Sachen, jedoch macht dies kein Informatiker, sondern eine künstliche Intelligenz. Dazu soll die Seite natürlich auch noch optisch ansprechend aussehen. Schreibe mir eine persönliche Webseite in HTML. So, jetzt soll eine Webseite für mich machen. So sieht die Seite dann aus. Genau, da kann ich hier meine E-Mail-Adresse einfügen, dass ich direkt die anschreiben kann. Das ist schon mal ein Pluspunkt, dass ihr es hinkriegt. Dann ändere das Skript so ab, dass die Seite ein modernes Aussehen bekommt mit CSS. Ich hoffe, er benutzt jetzt CSS-Elemente. Ja, er benutzt CSS. Okay, ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall eine anständigere Schriftart. Ändere das Skript so ab, dass der Titel der Webseite in einem schwarzen Kasten ist. Jetzt bin ich gespannt, wie er den Begriff Faden interpretiert. Und selbst simple CSS-Animationen waren überhaupt keine Herausforderung für die KI. Die KI hat zwar mit dem einfachsten Animationssystem gearbeitet, jedoch war meine Anforderung auch nicht sonderlich aufwendig, weshalb man auf kompliziertere Anwendungsmöglichkeiten verzichten konnte. Dann kopieren wir uns das und gehen zu Dreamware. Und nun? Ja! Geht das auch zurück? Nee, es geht nicht zurück. Das ist gut. Aber wie gefährlich ist ChatGPT eigentlich wirklich? Es gibt neben den ganzen positiven Berichten über diese KI auch viele negative Berichte, welche sagen, wie gefährlich diese künstliche Intelligenz sein kann. Man kann, ohne irgendeine Ahnung von Programmierung zu haben, ganz einfach Spambots programmieren lassen mit dieser KI oder Schlimmeres machen. Dazu sagen viele, dass diese künstliche Intelligenz den Job des Informatikers irgendwann überflüssig machen wird. Kurz gesagt, ChatGPT ist zu gut. Ich kann natürlich die Bedenken verstehen, bin jedoch selber der Meinung, dass diese künstliche Intelligenz einfach quasi nur das zusammenfasst, was du sowieso im Internet finden kannst. Wenn du keine Ahnung von Programmierung hast, aber einen Spambot machen willst, dann findest du auch im Internet irgendwo die richtigen Skripte, die du copy-pasten musst. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ChatGPT Informatiker wirklich arbeitslos macht, da der KI immer noch wesentliche Dinge wie Kreativität fehlen, was vor allem für Webentwickler sehr wichtig ist. Zwar kann die künstliche Intelligenz eigene Vorschläge anbringen und den Code auch ein bisschen eigen gestalten, jedoch komplett eigene Innovation kann die KI nicht machen. Daher glaube ich nicht, dass die KI Informatiker wirklich ersetzen wird, sondern wahrscheinlich eher ein Instrument für Informatiker werden wird. Aber fragen wir doch einfach mal Levin, welcher gerade eine Ausbildung zum Informatiker macht und beide Montana Black Bücher besitzt und keins davon gelesen hat. Wer kauft sich bitte Bücher und liest sie nicht? Stimmt's, Torben?
Meine Meinung zu ChatGPT als Fachinformatiker? Also ich kann dazu nur sagen, dass ich es ein sehr hilfreiches Tool finde, weil egal welche Frage ich habe, ChatGPT kann sie mir eigentlich beantworten. Und ich glaube auch nicht, dass diese KI in der Lage dazu ist, irgendwie Fachinformatiker oder Programmierer zu ersetzen. Aber was ich denke, ist, dass diese KI ein sehr hilfreiches Tool ist, um einfach bestimmte Prozesse deutlich zu vereinfachen. Aber schauen wir nun, was die KI wirklich gemacht hat. Natürlich habe ich bei einigen Dingen selber nachgeholfen, wenn die KI zum Beispiel eine Formatierung nicht hinbekommen hat. Und natürlich kann die KI auch keine Bilddateien einfügen. Und hier sehen wir die Webseite. Wir sehen natürlich, die Formatierung ist nicht unbedingt perfekt. Da ist alles ein bisschen schief und ja, man kann von der KI natürlich nicht alles erwarten. Wir schauen uns mal an, was die Webseite wirklich bietet. Man sieht hier, Name Erik, Alter 19 Jahre alt, Hobbys, habe selber keine Ahnung und größte Errungenschaft, besitzt 3 Babymetal-NFTs. Kauft euch keine NFTs, diese 5 Euro habe ich ausgegeben als Joke. Und das war es nicht wert. Darunter sieht man hier unten meine Projekte, dazu Money Miner, welches by the way weiterentwickelt wird. Mein Instagram-Filter, welcher by the way inzwischen fast 1 Million Impressionen hat. Und mein eigenes KI-Game. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, dass er einen 3x3 Raster ein paar Bilder aus meinem Ordner rausgenommen hat. Und hier unten sehen wir die Kontaktsektion. Und wenn wir jetzt hier auf die E-Mail raufklicken, sehen wir auch, kann er mich direkt zur E-Mail weiterleiten. Natürlich sieht die Seite jetzt nicht super schön aus und allgemein kann man da sehr viel besser machen. Jedoch ist es immer noch erschreckend zu sehen, dass das kein Mensch gemacht hat, sondern eine KI, eine Maschine, ein Algorithmus. Ich persönlich werde auf jeden Fall viel mit dieser KI arbeiten, tue ich auch jetzt schon. Und bin gespannt, was die Zukunft noch bringt, wie diese KI sich weiterentwickelt, wiefern sie besser wird und ob sie irgendwann vielleicht sogar bessere Webseiten hinkriegt als das hier.